Hallo zusammen, ich bin's nochmal, der Falk vom Asperger Falk TV, beziehungsweise Peace Drum TV. Das Jahr neigt sich schon langsam dem Ende zu. Ich habe gedacht, ich mache mal ein Statement aus der Stockreservekammer, beziehungsweise wo meine Rohlinge stehen, von meinen Wanderstöcken und Pilgerstöcken und Hirtenstöcke und so weiter. Sind hier meine Rohlinge, also ein Teil davon. Und genug Material noch für eine Weile, damit weiter zu ja, Kunsthandwerk zu betreiben und also für mich selber und für unsere Verwandtschaft. Ansonsten ja sowieso nicht. Und ja, ich bin jetzt hier oben auf dem Heuboden bei uns und ihr habt es halt gedacht gehabt, ich mache mal ein kurzes Statement. Und von hier oben ist ja auch eher ein seltener Anblick, dass ich mal hier oben bin. Ja. Wie dem auch sei, wie das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Es hat in der letzten Woche ist die Temperatur sehr weit abgesackt bei uns in der Region und die hat jetzt zwischen minus 1 und minus 11 Grad haben wir etwa. Nachts haben wir schon massive Fröste inzwischen. Unsere Heimat unten, da hat es halt sehr viel geschneit. Da ist in der letzten Woche einen guten Meter Schnee gefallen. Ich für meinen Teil gehe ja überhaupt nicht mehr raus. Ich bin ja immer daheim. Rausgehe nur zusammen mit meiner Mutter. Und erkältet bin ich da zurzeit auch noch. Dadurch habe ich Probleme mit der Aspiration, aber ist alles im Rahmen. Und dafür gibt es ja Medis. Ich habe einfach gedacht gehabt, ich mache ein kurzes Statement von hier oben mal, wo meine Stöcke stehen, also die Reservenstöcke stehen. Alles aus den letzten Jahren gesammelte, also was heißt gesammelte, gefundene im Wald, abgemachte und dann mitgebrachte von. Ja, aus dem Umkreis sagen wir von 400 Kilometern. Man kann es etwa sagen. Und ja, die meisten Stöcke sind auf 1500 Seehöhe, also über normal Null, ja, geerntet worden. Das ist halt das Holz, was ich am liebsten verarbeite, wo die meisten Hirten- oder Pilgerstäbe daraus entstehen. Denn das ist alles Holz, was oberhalb von 1500 Meter so gewachsen ist. Also am Ende, an der Grenze der, also an der Baumgrenze gewachsenes Holz. Nun denn, wie dem auch sei, ich versuche im Moment so gutes Hochdeutsch zu sprechen, wie ich es kann. Und ja, wenn es nicht so hundertprozentig ist, das möchte ich mich für entschuldigen. Aber es fällt mir halt ein bisschen schwer, weil. Zusammen mit meiner Mutter redet ihr halt nur Dialekt, also unseren Dialekt. Und das ist ja so vorarlbergerisch, da versteht ihr gar nichts mehr, wenn ihr das schon sprecht. Und nun denn, wie dem auch sei, ich habe es letztens ein Lied gemacht, das habe ich auch veröffentlicht auf YouTube und das ist My Heimat und My Key heißt das. Und da singe ich halt ein bisschen über die Key und über die Berg. Halt in Dialekt und ja, wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Ansonsten ist es auch gut. Ich sag's jetzt mal Fürti und macht's gut.